Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir einen Überblick über die Epoche der Postmoderne und ihre Literatur geben. Die Epoche der Postmoderne beginnt 1989. Geschichtlich passiert hier in Deutschland Wichtiges. Der Kalte Krieg wurde beendet, Deutschland wiedervereint und die gesamte Welt ordnete sich neu. Die Literatur der Postmoderne spielt mit alten Traditionen. Wir finden in ihren Werken viel Intertextualität. Das bedeutet, es gibt häufig Verweise auf historische Ereignisse oder es werden Bezüge zu anderen Werken hergestellt. Es verschwimmen Fiktion und Realität, die Grenzen sind hier nicht immer erkennbar. Anders als in vielen anderen Epochen findest du hier keine sympathische und heldenhafte Hauptfigur. Stattdessen kann sich der Leser meist nicht mit ihr identifizieren, da sie ein gesellschaftlicher Außenseiter ist. Diese häufig negativen Charakterzüge werden als unveränderlich angesehen. Eine positive Entwicklung des Charakters wird kategorisch ausgeschlossen. Die Autoren der Epoche finden, dass der Mensch keinen Platz in der modernen Welt hat. Ihrer Ansicht nach sucht er nach Rollen und Lebensmodellen, kann seinen Platz aber nicht finden. Motive der Epoche sind die Sinnlosigkeit der Welt und dadurch einen pessimistischen Blickwinkel auf sie. Eine objektive Wahrnehmung wird ebenfalls kategorisch ausgeschlossen. Die Sprache der Epoche der Postmoderne ist sehr effektvoll. Die Autoren verwenden stilistische Mittel und spannende Formulierungen. Beim Lesen von Werken der Postmoderne fällt dir häufig eine sehr ästhetische und rhythmische Sprache auf. Die Autoren der Epoche achten auf eine schöne Form der sprachlichen Gestaltung. Es gibt nicht nur einen Erzählstrang. Die Erzählung verläuft nicht linear zeitlich oder örtlich ab. Stattdessen werden immer wieder Teile erzählt. Es gibt Zeitsprünge, Zeitdehnung und Zeitraffung. Häufig wird die Perspektive gewechselt. Wichtige Autoren der Epoche sind Umberto Eco, Patrick Süskind oder auch Daniel Kehlmann. Nun weißt du alles Wichtige über die Epoche der Postmoderne. Mit unseren Aufgaben kannst du dein Wissen überprüfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen.